So, hallo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe FUT. Das Ganze ist eine Aufnahmesession, wird zu einer vollen Länge zusammengestoppelt. Und zwar wollen wir hier ein paar Foodcraft-Spiele machen. Und zwar, wir wollen jetzt Schlotterbeck bekommen. Gofri weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Was wollen wir noch machen? Wir wollen Gulaschi auch uns abholen. 8 Euro, davon haben wir 2 schon gemacht. Ein Tor mit einem Verteidiger vorbereiten. Ihr 3 Squad-Battle-Partien mit einem Tor per angeschnittenen Schuss haben auch schon eins und eine gewonnene Partie. Aber den Rest wollen wir herzeigen. Und das machen wir aber. Online-Draft. Hier haben wir Token bekommen, die wir einlösen wollen. Und wir haben das schon lange nicht mehr gespielt, deswegen dachte ich mir, why not, machen wir das. Spielen wir das einmal wieder. Puh. Wir Messi bekommen, dann nehmen wir noch. Boah, wenn wir mal Ronaldo spielen können, dann spielen wir Ronaldo. What a team, Alter. Kamada Musiala, Nakata Okoa. Muss man eigentlich schon fast nehmen. Bamba. Arnold. Den Kämmer und vom Spielmann. Nimm auch den, wollte ich hier auch austesten. Also wurscht, Ersatzbank. Mertens, nimmer. Stöpel, Leo. Oh mein Gott. Ribéry, Pellegrini, Eusebio. Was bringt der Portugiese? Den werde ich dann nie haben, Alter. Ja, nehmen wir Ribéry jetzt.
Ja, kann man auch bearbeiten. Puh. Habe ich nicht auf der Chemie geschaut, aber wurscht. Zwei Spieler, geil. Wurscht. So, spielen wir mal. Willkommen im Allianz Stadium. Liebe Zuschauer, ich darf Sie zu diesem Spiel begrüßen, das bei richtig gutem Wetter stattfindet. Ich bin Wolf Fuß, ich darf diese Partie mit dem... Ja, das ist ein langsamer Modus. Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Wir zeigen Ihnen heute eine sehr interessante Partie. Und das ist natürlich eine Partie, die viel verspricht. Das spürst du auch an der Atmosphäre hier im Stadion. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Da ist einiges drin und wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. In den freien Raum. Schön. Der Torwart ganz sicher. Aber da muss er mehr draus machen. Das ist eine verschenkte Chance. Oder? Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Im Tor ist Manuel Neuer. Lionel Messi steht mit Jonathan Bamba auf dem Flügel. Und Mario Gomez spielt im Sturm mit Cristiano Ronaldo. So werden die Dons heute spielen. Kieran Trippier mit Juan Capdevila in der Abwehr. Corentin Tolisso steht eine richtig gute Fußball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. Messi bringt die Ecke rein. Die bekommen den Ball nicht raus. Der Angriff damit beendet. Macht er gut, gefährlicher Ecke. Oh. Gute Idee, dieser Ball. Hello to Mike Stewart and wife Eileen. You are celebrating the wedding anniversary. Congratulations, Mike and Eileen. Gib doch mal kurz deine Prognose ab, Puschi. Was kann uns Cristiano Ronaldo heute zeigen? Er ist auf jeden Fall einer, der am Ball wirklich alles kann. Und ich glaube, das zeigt er uns auch heute wieder. Sie versuchen es. Den Ball hält er gut. Ecke kommt in den 16er. Jetzt gibt's Abstoß. Gute Aktion, gut geklärt. Salah. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Da sind sie mit dem frühen Stören erfolgreich. Er versucht es einfach mal aus der Distanz. Das war zu weit weg, der Schuss ist kein Problem für den Torwart. Bruno Fernandes. Er kommt nicht durch mit dem Pass, der Verteidiger passt auf. Salah könnte über den Flügel kommen. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Du kommst da nicht durch. Jetzt der Eckball. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Aber er kann erstmal durchatmen. Das ist Klaus. Und Ronaldo. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Nein. Was für eine Aktion. Hätte er gleich selber machen sollen. Grenzwertig. Bamba. Schönes Anspiel.
Die Flanke jetzt für Cristiano Ronaldo. Abwehr kann erstmal wieder durchatmen. Ruiz Füllit. Boah, das ist mies. Oh, gehalten, das gibt's doch nicht. Was für ein Duell, Nervenball, das war eine Glanztat. Jetzt Ronaldo am Ball. Boah, Alter. Super dazwischen gegangen. Alors, sans Maximum. Flanke für Salah. Da kann er erstmal klären. Jäger voller. Erstmal abgeblockt. Das kann die Führung werden. Neuer Helgi. Klasse gemacht. Er hat den Ball. Gute Aktion. Super Trick und dann ist er vorbei. Oh. Oh. Aber gut aufgepasst. Conor Roberts. Diego Voller. Warte das mal ab. Vielleicht kann jetzt was entstehen. Alter. Super gehalten. Was für eine Aktion. Also der muss doch sitzen. Verliert er den Ball unnötig eigentlich. Ja, energischer Vorstoß. Und da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Das so ein wenig die Präzision gefällt. Pass gibt Einwurf. In der letzten Viertelstunde dominieren die Dons beim Ballbesitz. Und wenn sie ihre Chancen jetzt noch besser nutzen können. Ganz kurz, sie kommen jetzt. Keeper hat den Ball. Das war natürlich eine richtig gute Gelegenheit. Wenn du so frei durch bist, da musst du mehr draus machen. Hat von niemandem was gesehen, oder von, weder von Messi noch von. Nein! Messi mit dem Ballverlust. Eine Minute gibt's oben drauf. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Das ist natürlich nachlässig. Abseits. War vermeidbar, völlig klar. Zunächst ist das Abseits, dann sortieren sie sich neu und dann kommt doch dieser schwache Pass. Jetzt ist die Pause vorbei. Es geht weiter mit Hälfte 2 hier im Allianz Stadium. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Die Chance für den Konter. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können sie nichts machen. Trip hier. Sie suchen die Lücke. Jetzt ist er vorbei. Chance zur Führung. Sie machen das Tor und irgendwie was abzusehen. Ja, sie sind bislang die stärkere Mannschaft, tun mehr für die Partie. Ist eine verdiente Führung. Und mit dieser Führung der Dons machen wir hier weiter. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner.
aber dann schleicht sich doch der Fehler. Jetzt der Steilpass. Der spielt er gut. Scheiße. Das muss es sein. Doppelschlag. So macht das keinen Spaß, Alter. Oh je, aber wenn ich das nicht spiele, dann zählt das vielleicht nicht. Jetzt bei den Zielen. Scheiße. Nein, das hat es nicht gezählt. Kack, das muss ich fertig spielen, also. Auch eigentlich wahr, warum? Sollte man das abbrechen? Das muss man fertig spielen. Klar. Egal wie es ausgeht. Nehmen wir Cavani. Nur Chemie, Alter. Ah, sehr gut jetzt, dass wir das so weggeschmissen haben. Ja, geben wir mal eine Chance. Schauen wir mal, gut, Benzema abgeht. Aber bevor wir wieder da umeinander tun. So, here we go.
Willkommen im Allianz Stadium, liebe Zuschauer, ich begrüße. Na gut, dann stimmen wir auch gleich um. Sie zu diesem heutigen Spiel. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel begleiten. Auf dem Programm steht heute eine interessante Begegnung. Und man spürt an der Atmosphäre hier, das ist ein besonderes Spiel für alle Beteiligten. Tja, Wolf, das ist interessant, die beiden im direkten Duell zu erleben. Das könnte ein Highlight werden. So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an. Im Tor ist Dean Henderson. Rafael Márquez spielt mit Ronald Araujo in der Abwehr. Und Rudi Völler spielt im Sturm. Sturm mit Edinson Cavani. Die Riesenchance. Er taucht ab, geht runter und dann... So, Henderson. ...diesen Ball, schöne Parade. Ecke kommt in den 16er. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Hier kommt die Aufstellung der Gäste. Im Tor ist Jordan Pickford. Ivan Cordoba spielt gemeinsam mit Eder Militao in der Abwehr. Marcos Torrente steht mit Federico Valverde im Zentrum. Und offensiv bieten sie zu Beginn dieser heutigen Begegnung nur einen Stürmer auf. Wird das eine Torchance? Und jetzt die Chance. Jetzt kann er es machen. Da hätten sie in Führung gehen können. Oh, jetzt waren sie sich, glaube ich, selber im Weg. Genauso war natürlich eine Riesenchance. Rodrigo Betancourt. So, Vorteil nach diesem Foul. Können sie das für sich nutzen? Die Flanke auf Rudi Völler. Alter. Sie bekommen den Ball nicht weg. Angriff damit also beendet. Und jetzt wird es Einwurf geben. Sie müssen aufpassen. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Da haben sie den Platz auf dem Flügel. Das kann die Führung werden. Unheimlich wichtig, dass er da dazwischen geht. Beckham, Steilpass, gute Aktion. Da geht er dazwischen. Schöner Spielaufbau. Die Chance jetzt. Gut abgeblockt. Puh. Kein leichter Gegner. Die spielen erstmal raus. Könnte die Führung werden. Sie machen nichts draus. Und das war die Chance zur Führung. Aber der Abschuss war einfach nicht gut genug. Schwache Aktion, Schiedsrichter pfeift sofort und ich glaube, das kann auch gelb geben. Alles richtig gemacht von der Schiedsrichterin hier. Gelbe muss es geben. Auf jeden Fall, war gelbwürdig, hat sie gut gesehen. Abseits, ja, das war eng, das war knapp. Haben Sie Pech in der Szene. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Und jetzt ist der Ball weg, die Szene damit erstmal geklärt. Da hat Beckham jede Menge Platz auf dem Flügel. Volley genommen. Super. Boah, schön. Von Cavani, da packte den Volley aus und das war natürlich technisch schon nah an der Perfektion.
und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Da ist der Ball weg. Cafu. Flanke kommt in die Mitte. Wow. So, das war nix. Die Szene sollten Sie jetzt am besten ganz schnell vergessen. Sehe ich auch so. Das war eine verschenkte Chance. Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim Ballbesitz. Aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend sind die Tore und da liegt man vorne. Das ist Effizienz. Jetzt müssen Sie in der Abwehr aufpassen. Der nächste Angriff. Pass zum Gegner. Gabriel Jesus. Der Ball im Netz. Sie sind zurück in diesem Spiel. Stell, da gibt es auch eine 89er Karte. Krass. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Gabriel Jesus. Rodrigo Betancourt. Völler. Gute Pässe jetzt. Flanke auf Beckham, der hat da kaum Platz, aber er ist da. War dann doch zu halbherzig. Cafu. Da hat er Erfolg mit diesem frühen Stören. Gabriel Jesus. Klasse Timing hier. Gut dazwischen gegangen. Dribbling geht weiter. Die Abwehr findet einfach kein Mittel. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Sofian Amrabat. Nur eine Minute noch Nachspielzeit. Dann ist hier Schluss. Jetzt ist die erste Hälfte Nein. Die Schiedsrichterin pfeift an, Durchgang 2, wir machen weiter mit dieser Partie. Tolles Dribbling, da sind sie alle machtlos, aber dann kommt doch der Ballverlust. Oh. Llorente. Vielleicht die Führung jetzt. Und nein. Entscheidende Szene dieses Spiels gewesen sein. Und jetzt gibt's Elfmeter. Und gelb für das Foul auch noch. Und er macht den Elfer. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Steven Bergwijn. Jetzt hat er den Ball wieder. Marcos Llorente. Da hat er nur noch den Torhüter. Feuer. Doppelschlag, da ist es. Sie machen gleich das nächste Tor. Und das ist wichtig. Zwei Tore Führung jetzt.
Nach diesem Treffer steht es nun. Goli, was machst du? Schade, kein Tor. Super gemacht, ganz präzise, aber dann fehlt Zentimeter. Connor Roberts. Das ist Völler. Wird's jetzt gefährlich? Flanke kommt rein. Da holt er den Ball zurück. In Sachen Ballbesitz sind die Gäste hier die bessere Mannschaft und sie schaffen es halt auch immer wieder, diese spielerische Überlegenheit in Torschau. Und daher ist die Führung bisher berechtigt. Auch jetzt sind sie wieder im Angriff. Sieht durchaus vielversprechend aus. Gibt Ecke. Ja, das hat man jetzt verkackt bis jetzt. Zu ungenau aus diesem Ball können sie nichts machen. Komm in die Gänge, komm in die Gänge, komm in die Gänge. So langsam wird's gefährlich. Arschloch. Die Aktion holte sie wohl gelb ab. Jetzt gibt's die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Weiter. Wählt die kurze Variante. Ein guter Block hier. Nein. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Machen Sie gut, Steilpass. Das war heute schon sein drittes. Jetzt also. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Gabriel Jesus. Die Chance jetzt. Ah, das ist. Da wieder geht es alles rein. Sind sie nun vorne. Sie machen mit ihnen, was sie wollen. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Sie setzen sich früh unter Druck, sind da, gute... Und er ist drin! Leute. Aktueller Spielstand jetzt also 6 zu 1. Da sieht er schlecht aus, er trifft den zeigenden Tor. Hoffentlich sind sie jetzt nicht zu sehr geschockt vom eigenen Tor. Connor Roberts. Der Ball erstmal abgefangen. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. Nächster Ballverlust. Riesenchance. Sie lassen nicht nach. Auch nicht bei diesem Spielstand. Gewonnen haben sie hier eh schon lange. Jetzt der nächste Treffer. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zu... Schiedsrichterin gibt den Elfmeter. So, keine... Was? Elfmeter? Dieses Game, aber ich glaube, viele haben da eigentlich auch mit der Karte gerechnet. Ich auch, Wolf. Hartes Einsteigen wäre. Elfmeter und Tor. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Gabriel Jesus. Stark gearbeitet. Geht schon, Fehler. Leichte Aufgabe für Pickford. Gabriel Jesus.
Gabriel Jesus. Da haben sie die Chance. Das ist der Treffer. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt. Alter. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Araujo. Steven Bergwijn. Den fangen sie ab. Er bekommt die Unterstützung. Kaum Platz da jetzt für Anderson. So, gleich kommt hier der Schlusspfiff in dieser Partie, in der ein klarer Rückstand für die Gastgeber auf der Anzeigetafel steht. Alle sind hier doch ziemlich verwundert. Was war denn heute los? Kaum etwas hat geklappt. Wo war die? Ja, was war heute los? Oh, warte, was für eine Chance! Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Kaum Platz da jetzt für Anderson. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Weiter. Nein. Das wollte ich jetzt so nicht. Das Eigentor müssen sie abhaken. Das darf jetzt keine Rolle mehr spielen. Ja, ich wollte dich jetzt eine gute Partie zeigen, aber dann nach dem 4-1, 5-1 war es mir dann wurscht, ehrlich gesagt. Kann man nichts machen. Irgendwo habe ich einen Leihspieler auch gekriegt. Mit einem Leihspieler. Okay. Ist gut. Jetzt muss ich aber ein Ziel erreicht haben, oder? Ja, 3 Ziele sogar. Das haben wir auch. Eins können wir noch spielen. Nee, spielen wir ein anderes Mal. Wie es weitergeht, seht ihr dann. Es wird dran gestückelt. Muss mich wieder sammeln. Also bis gleich. So, hallo Leute, das sehen wir wieder. ZDM. Die probieren wir mal aus. Mit dem letzten Draft-Token. Oder Ori. Da kriegt man die ganzen Blitz. Angriffs, Leute. Okay. Kimi 0 bis dato, Alter. Cool.
Dich kenne ich. Zwecks Kimi, gehen wir dich rein. Boah, 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 boah. Tomori, dich kenne ich gar nicht, Alter. Def 86, Alter, bist deppert. Alter. Van Dijk. Nimm mal. Steppert Buffer. Nimm mal auch. Ja, wurscht. Passt? Nein, passt nicht. Passt? Liebe Zuschauer, willkommen im Allianz Stadium. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das heutige Spiel gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Uns erwartet heute eine wirklich interessante Partie. Es ist ein Spiel zwischen zwei absoluten Spitzenteams, die sich heute mit Sicherheit eine Menge vorgenommen haben. Es gibt Freundschaftsspiele, da spürt man, es ist einiges drin. Und das hier ist so eine Partie. Könnte gehalten, aber weiter aufpassen. So, den hat er. Der Tschech, oder? Die würde ich mir gerne nochmal ansehen. Ja, das war eine klasse Parade. Da musste er alles auspacken, was er drauf hatte. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. United ist vorne, weiter geht's hier. Macht er gut. Ecke kommt in die Mitte. Sie bekommen den Ball nicht raus. Langsam wird es gefährlich. Schönes Dribbling. Oh, da geht er voll ins Alter. Rein mit seinem Tackling. Wieso passt er zu dem Hammerer, Alter? Der
Klasse vom Torhüter, war gar nicht einfach. Der Kopfball war gut. Guter Zweikampf. Da sind hier alle begeistert. Was für eine Parade. Super, wie er den rausfischt. Jesus Navas jetzt am Ball. Kann jetzt über außen kommen. Joe Cole, da ist die Flanke. Den Ball hält er gut. Und jetzt bekommen sie die Chance. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Da müssen sie aufpassen. Er bringt den Ball. Das gibt's nicht. Der hat nur scheiß Legenden, wirklich. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Alter, der läuft jetzt nicht mit. Sieht einfach aus, aber ist einfach technisch extrem stark. Und jetzt hat er den Ball. Nein. Said Al-Uwaira. Der Angriff könnte was werden. Trifft er jedes scheiß Schuss, Alter. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Wenn du so weiter geht, lege ich einen Kontrollball aus der Hand, wirklich. Wird Einwurf geben. Ich weiß auch, warum ich diese Spiele nicht mag. Diese Draft-Spiele. Da bin ich auch immer so ein Noob. Ja, da bist du so ein super Dribbler, Alter. Leon Bailey. Jesus Maus. Hereingabe jetzt. Kanada. Seit Al-Uwaira. Ballverlust durch United. United hat hier häufiger den Ball und sie schaffen es halt auch immer wieder, diese genau hinschauen. Nein, schieß doch! Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Sie können diesen Scheißwichser nicht in etwas Zählbares ummünzen. Alexander Arnold. Jetzt gibt's Einwurf. Hat Genauigkeit gefehlt, ja. Ja, wenn er besser zielt, bisschen weniger Power, dann ist es ein Tor. Leon Bailey. Chance für Bailey. Da ist der Ballverlust. Du bist so ein Wichser, der lass doch weiterspielen. Klasse ausgetrickst. Der Ball ist drin und damit. Da geht wirklich in jeder scheiß Dings rein, Alter. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Gefährlich. Sie lassen nicht nach, auch nicht bei Alter. Diesem Spielstand. Gewonnen haben sie hier eh schon lange. Jetzt der hier doch. Bin schon erschienen und so einen Schischeschni. Eine unglaubliche Wucht hinter diesem Ball. Aber das Ding ist nicht zu parieren. Das kann sie nicht machen. Wieder ein Treffer. Jetzt ist er durch. Das ist der. Ja, Alter, da geht in jeder verfickte Ball rein, Alter. Das gibt's ja nicht. Nicht das Ding nur abbrennen kann, Alter! 6 Tore auf der einen, kein einziges auf der anderen Seite. Scheiß Wichser, Alter! Der Ball geht ins eigene Tor. Blöde Situation auf dem eigenen Tor, aber jetzt müssen sie sich konzentrieren. Keller Lamas, muss aufpassen. Ja, fick dich, Alter. Gib ihn rein. Mach ihn rein, Alter. Und mach das Tor.
absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Sie spielen steil, gefährlich. Guter Steilpass. Ist der gefährlich? Alle wissen's. Leute, hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe mich umentschieden. Und zwar wird hier nicht das Draft-Token gemacht, sondern wird Gulasch hier weitergemacht. Das 8 Tore mit Bundesligaspielen, 4 Vorlagen von Verteidigern. Ein Tor mit einem angeschnittenen Schuss und 6 Squad-Battles Partien gewinnen. Das heißt, 5 haben wir noch. Noch dazu haben wir noch mit der türkischen Ligamannschaft zu spielen. Okay. Stepped. Da macht mit den Verteidigern Vorlagen 2 Stürmer, 2 Deutsche. Der Rest ist türkische Liga, wie ihr hier seht, hier drüben auch. Sieben müssen es sein. Sieben sind es. Chemie ist nicht ganz gut, aber macht nichts. Wir werden das Beste daraus machen. Liebe Zuschauer, willkommen im Allianz Stadium. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann begleiten Sie am Mikrofon durch dieses Spiel. Auf dem Programm steht heute eine spannende Partie. Ich glaube, das könnte heute wirklich ein sehr interessantes Spiel werden. Für beide geht es um eine Menge. Das wird fantastisch. Da habe ich. Na gut, here we go. Und jetzt hat er den Ball. Super Pass! Und dann machen sie doch noch zu bei diesem Steilpass. Ballverlust jetzt erstmal. Sie kommen über den Flügel. Ja, er ist jemand, der gefährliche Bälle spielen kann. Boah. Was für ein Pressball, Alter. Alter, was für ein Pass. Ball geht direkt zum Gegner. Und jetzt wird es Einwurf geben. Papa. Wir sehen das frühe Pressing. Da ist der Ball weg. Sie machen das Tor schon in diesem. Yes. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Ein bisschen unspektakulär eingeleitet, aber Hahn macht es. Den macht er gut mit dem Kopf. Er springt im richtigen Moment hoch und macht den Ball rein. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Wow. Aber Vorteil, geht erstmal weiter. Ballverlust. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Ja, das war nix. Hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Der Ballverlust.
Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Da bekommt er Unterstützung. Da können sie den Ball erstmal rausbringen. Toprak. Zimmermann. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Stefan Posch. Tolles Zuspiel. Und dann yes. Macht er hier nun den Doppelpack. Wieder ein Tor mehr durch den Verteidiger aufgelegt. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ja, ein guter Steilpass hier. Der geht nicht ein. Boah, Füllkrug. Zeit und der ist ja richtig heiß auf Tore, also da kann auch was kommen. Dest am Ball, Di Maria. Vielleicht geht was über Di Maria. Und dann der Ballverlust, die Gefahr damit bereinigt. Sie holen sich den Ball. Sehr gut gemacht, die Gefahr ist vorbei. Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne und sie wirken sehr zielstrebig. Komm gut vor das Tor, komm gefährlich vor das Tor und rausgekommen ist die Führung, das verdiente Führung. Ah, aber jetzt erstmal Augen auf. Aber was macht die Abwehr da? Erst die schöne Ball. Pendi. Dann bekommen sie den Ball nicht raus. Logische Konsequenz, dieses Tor. Wir schauen uns die Wiederholung noch mal an. Die erste Chance noch klasse pariert. Aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Der Ball geht an die Latte. Oh, ja, da. Fans können erstmal durchatmen. Sie ärgern sich natürlich, dass der Ball nicht drin war, dass das Aluminium im Weg war. Jean-Pierre Papin. Misslungener Pass. Da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Oh, ja, da. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Er kann dieses Duell gewinnen. Schießt er ihn rein. Die Gefahr ist erstmal bereinigt. Fängt diesen Ball ab. Stefan Posch. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Gefährlich jetzt. Klasse Chance, aber das war dann doch zu schwach. Da müsste mehr draus machen. So hat er keinen. Ja, man möchte natürlich probieren, mehr aus den Torschancen für die Verteidiger Kapital zu ziehen. Sehr guter Einsatz. Alter. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Niklas Füllkrug. Das ist die Chance. Weiter gefährlich nach dieser Parade. Die Chance lebt noch. Sie bekommen ihn nicht in den Griff heute. Das war der dritte Streich. Bitte spielst du bei der EM. Bei der nächsten. Das ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Da hören wir den Pfiff. Nun geht's also erstmal in die Pause hier im Allianz Stadium.
11:1, es geht los hier im Allianz Stadium. Na gut, setzen wir fort. Jetzt ist die Pause vorbei. Es geht weiter mit Hälfte 2 hier im Allianz Stadium. Landon Donovan. Gute Aktion. Jetzt wäre der Platz auf außen da. Riesenchance. Super Chance, aber da macht er eigentlich zu wenig draus. Ja, bin ich bei dir, da hat der Keeper überhaupt keine Mühe. Sandro Tonali. Super gelöst, den Ball hat er. Stark gemacht, das könnte was werden. Ganz spannende Szene. So, wieder langsam mit voll auf der Anzeigetafel. Das ist natürlich mehr so ein Schaulauf, was sie jetzt hier machen. Wieder ein Treffer. 5-0. Das spricht eine deutliche Sprache. Matteo Politano. Jetzt gibt's Einwurf. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Gut gemacht. Mit dieser Grätsche holt er sich den Ball. Ja, setzt sich schön durch. Gut verteidigt. Oh. Nein. Aber ich glaube, der wäre zweit gewesen. Wow. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Sie stören früh und da haben sie Erfolg. Er versucht den Kunstschuss, aber der Lupfer war nicht gut genug. Das ist aber auch schwer. Da muss alles passen, wenn der reingehen soll. Außen ist Platz. Da ist die Flanke. Den hält er sicher. Gar kein Problem. Harmlos. Ui, keine gute Aktion. Er schlägt den Ball raus. André Hahn. Sie klären. Niklas Füllkrug. Ah, da sehen wir es wieder. Kraft ist nicht immer die beste Wahl. Hast du recht, da wäre mehr... Hey. Und jetzt wollen sie wechseln. Super! Stöpeldeuter! So macht man Pressing, Alter. Politano. Schiedsrichterin entscheidet. Ja, abgepfiffen. Ist wohl doch schlimmer. Liegt noch am Boden. Gute Entscheidung, hier abzupfeifen. Die Betreuer müssen auf den Platz. Gelb gibt's hier auch noch. Grund war diese harte Aktion eben. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Und jetzt geht's hier weiter. Nämlich mit einem Schiedsrichterball. Ball beim Torhüter. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Die Chance. Ja, das Spiel ist gelaufen. Nächstes Tor. Sie sind ganz einfach überlegen.
das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für sie. Klasse, wie sie da ihr Spiel aufziehen. Dem Gegner ihr Spiel aufzwingen. Ah, das ist Ballbesitzfußball. Und dann fällt das Tor. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Papin. Den Zweikampf führt er sehr gut. Ja. Papin. Schiedsrichterin lässt weiterspielen. Vorteil. Ja, der Schuss jetzt. Ja, mach halt ein Tor. Abwurst. Aktueller Spielstand jetzt also 6 zu 1. Ja. Ball in Seitenhaus geklärt, sie bekommen den Einwurf. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Oh, Alter, der war billig. Und mit einem unglaublichen Spielstand von 6 zu 2 geht es hier weiter. Masuaku. Toprak. Oh. Ein wenig die Präzision gefällt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Jetzt wird er den Ball einwerfen. Füllkrug. Vielleicht die Chance jetzt. Da passt der Torhüter auf. Er spielt den Ball raus. Schön geklärt. Jetzt haben sie den Ball wieder. Oh. Er bekommt Hilfe. Benacer. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Es werden noch mal 2 Minuten draufgelegt. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Boah, das ist nichts. Er erzwingt den Ballverlust. Jetzt gibt's einen Einwurf. So, Schlusspfiff. Das war's in diesem Spiel. Der Sieg geht also am Ende. Na gut, machen wir gleich weiter so. Hat ja passt. Ja. Willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem Spiel, das in der Reale Arena stattfinden wird, wo im Moment beste
Wetter. Oh. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Wir freuen uns heute auf ein spannendes Spiel. Könnte ein grandioses Spiel werden, Buschi. Ich denke, die beiden Teams werden das Spiel auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Da ist einiges drin, eine sehr reizvolle Partie. Ne, das stellt den Keeper natürlich vor keine großen Probleme. Mit dieser Aufstellung gehen die Snakes ins Spiel. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Marcel Desailly spielt gemeinsam mit David Alaba in der Abwehr. Michael Ballack steht mit Toni Kroos im Zentrum. Und Harry Kane spielt im Sturm mit Antonio Di Natale. Nein. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Langsam wird's gefährlich, schönes Dribbling. Da oben, der fordert den Ball. Da muss sich der Keeper nicht mal bewegen. Alter, was ist das für ein Pass? Das war nicht dorthin gedacht. Heute müssen wir auf jeden Fall auf Michael Ballack achten. Er könnte hier einer der Schlüsselspieler werden. Vor dem Tor kaum zu bremsen. Das ist oft einfach nur Instinkt und das kannst du kaum lernen. Das musst du haben, diesen Torriecher gehört genau auf dem Gebiet wirklich zu den Besten. Ganz energischer Einsatz. Sie haben Platz. Da ist die Flanke. Immer zu hoch. Gut, aber der Ball ist erstmal weg. Di Natale. Tchouaméni. Und jetzt Toni Kroos. Sie warten auf die Chance. Das macht er gut. Nein, kein Tor. Das war eine Riesenchance. Kein Abseits, oder? Eigentlich alle schon den Torschrei auf den Lippen. Da verlieren sie den Ball. Boah. Michael Ballack. Trippier. Alaba. Toni Kroos jetzt. Gewinnt dieses Duell. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Fuck, Alter. Im Einsatz macht er das. Den hat er fast schon geahnt. Sie nehmen die kurze Variante. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Masuaku. Und weiterspielen, er hat auf Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Super von Courtois. Klasse gemacht, da können Sie sich bei ihm bedanken. Der Ball kommt rein. Boah. Die Szene erstmal zu Ende. Wie er den noch hält, wie er da den Rückstand verhindert, das war ganz großes Kino. Ja, mit viel Übersicht. Weiter gefahren. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Der wäre gut gekommen, aber der Fuß wird abgeblockt. Chance eventuell zum Führungstreffer bei dieser Ecke. Boah, Götter. Kein guter Befreiungsschlag. Stefan Posch! Kein Tor. Das sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel, aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Niklas Füllkrug. Boah, Alter. Ball draußen, gibt Ecke. Die Ecke kommt. Und den Ball hält der Torhüter fest. Sauber vom Ball getrennt hier. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Und diese Hereingabe wird letztlich abgefangen. Ah, spannendes Spiel hier.
Die Gäste sind beim Ballbesitz natürlich schon überlegen, was die letzte. Der letzte Pass klappt noch nicht ganz. Chancen, die sie haben, auch nutzen können, dann liegt hier der Führungstreffer in der Luft. Boah. Und der Ballverlust. Ja, der letzte Pass. Ja, weg ist der Ball. Tchouaméni. Oh. Da gehen sie entschlossen dazwischen. Das war wieder ein neuer Spaß. Sie kommen über Harry Kane. Oh, Gott sei Dank. Ne, jetzt ist der Ball doch weg. Di Natale. Ball ist bei Harry Kane. Keine Schwierigkeit hier, ganz problemlos gehalten. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Oh, noch so ein Zweikampf und dann ist er fällig. Dann sieht er gelb. Coach zeigt es auch an. Ruhiger werden, ruhiger werden. Noah. Pausenpfiff. Stell den Elfer, gibt's nicht mehr. Wem haben wir denn damit? Du hast den Flügel eigentlich auch viel gebracht. Wir gehen wieder rein in diese Begegnung. Zu Beginn dieses zweiten Durchgangs alles offen. Es steht unentschieden. Ihr seht jetzt mal ein spannendes Spiel gegen den Computer. Oh. Gefährlich, der Steilpass. Scheiße. Da ist die Führung. Und sie haben es total überlegen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Treffer fällt. Stör, diese King-Karte muss ich mal haben, Alter. Urtempo. Sie haben Platz. Gut, wie er den Ball abblockt. Der kann halt nicht schießen. Wow! Ganz wichtig in dieser Szene, der Verteidiger holt sich den Ball. Toni Kroos. Kane ist das. Schöner Spielaufbau. Aber dann verlieren sie den Ball. Das sah eigentlich durchaus vielversprechend aus. Ja, da fehlte einiges zum Torerfolg. Immobile. André Hahn. Füllkrug. Yes. Erneut das Tor. Drin ist der Ball. Jetzt hier wieder alles offen. Schneller Ausgleich. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Stefan Posch. Alter. Spiel geht weiter, Vorteil nach diesem Foul. Jungminson. Niklas Füllkrug. Er geht aufs Ganze mit der Grätsche, aber kein Foul. Alles richtig gemacht. Di Natale. Zimmermann. Füllkrug. Ja, mit viel Übersicht.
Yes. Hahn. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann kommt der Ball aufs kurze Eck. Drin ist er. Traut sich nicht. Aber hier wird der Mut tatsächlich belohnt. Rückstand der Snakes. Weiter geht's. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Sie nehmen den Wechsel vor. Pass auf Immobile. Schade. Gute Idee. Die Verlängerung auf Svensson. Oh. Boah, das war kein Fall. Stöpper, Leute. Die Gäste liegen hinten, was den Ballbesitz angeht. Aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend sind die Tore und da liegt man vorne. Das ist Effizienz. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Schollei. Stefan Posch. Und da zeigt er vollen Einsatz mit Erfolg. Er hat den Ball. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stocken. Oh. Oje. Gleich war es das hier in dieser Begegnung, in der aktuell noch eine knappe Führung für die Gäste auf der Anzeigetafel steht. Sieht gut aus, Wolf. Ein Tor Führung. Es ist knapp, aber sie machen einen hervorragenden Eindruck. Ich glaube, das Selbstvertrauen ist da. Die können das schaffen. So, Son. Jungmin Son. Flanke für Immobile. Die Szene geht weiter. Kein guter Befreiungsschlag. Gute Chance. Courtois, Ball ist noch im Spiel. Gefahr erstmal bereinigt. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Boah, das war schwach. Das stimmt. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. Gefährlich! Stark gemacht. Doppelpack. Niemand kann ihn aufhalten. Ich würde sagen, jetzt war es das. Hier ist die Wiederholung. 1 gegen 1. Sieht so leicht aus. Ist in Wahrheit oft so schwierig. Es ist ein Duell der Nerven. Da musst du abgezockt sein. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Brauchbarer Kopfball, aber er geht neben das Tor. Trippier. Gut dazwischen gegangen. Son mit Platz auf dem Flügel. Niklas Füllkrug. Da schießt er! Boah, schön. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. Und das nächste Tor, Dreierpack. Hier ist die Wiederholung. Was für eine Aktion. Der macht da vorne, was er will. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie. Und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Boah. Ziyech. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Aber nun lautet die Entscheidung doch Freistoß. Der Vorteil wird abgepfiffen. Oh, viel Platz jetzt. Oh, was machst du? Die Abwehrspieler richtig motivieren. Sie waren eigentlich schon geschlagen, aber haben dann irgendwie doch noch den Ball erobert. Ja, jetzt kommt ja schon der Schlusspfiff gleich. Jawohl. So, Schlusspfiff in dieser Begegnung. Der Sieg geht heute
Nice, nice, nice. So, schauen wir mal, was wir da freigeschalten haben schon. Fünf Ziele, darunter sind auch die Tagesaufgaben natürlich. Zuerst haben wir 4 Tore mit Verteidiger. Haben wir auch. Sechs Sieger, das sind noch 3 Spiele. Haben wir da. Centurio, 20 Tore nehmen wir. Oder genau. Na, okay. Steppets, 100 Tore. Beliebiger Modus, Alter, easy. Können wir das schaffen? Das machen wir auch noch. Das sind auch 3 Spiele. Wow, das ist nice. Alles 3 Spiele. Jetzt sagen, here we go again und weiter geht's. So, wir werden jetzt aber ein bisschen den Mannschaft wieder umbauen. Keine Verträge mehr, Toprak. Immer noch jeweils 4. Taugt mir, der Sturm ein bisschen einspielen lassen. Na gut, spielen wir. Liebe Fußballfreunde, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Partie. Kommentieren werden dieses Spiel Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann. Auf unserem Programm steht heute eine hochinteressante Partie. Es ist ein Spiel zwischen zwei absoluten Spitzenteams, die sich heute mit Sicherheit eine Menge vorgenommen haben. Kann losgehen, Wolf. Ich denke auch, das ist ein Spiel, das niemanden enttäuschen wird. Und los geht's. Ah, oh, da könnte ich's machen. So, jetzt haben wir wieder konzentriert. Oh. Vom Verteidiger. Kein Problem, ganz sicher. Natürlich eine gute Gelegenheit. Jetzt solche Chancen sollten Sie nutzen. Jetzt Eckball. Rossi. Er geht dazwischen. Schönes Zuspiel hier. Aber dann ist der Ball doch weg. Da fehlt die letzte Präzision bei diesem Steilpass. Da sind Mitspieler frei. Niklas Füllkrug. Ja, schwacher Ball hier. Niklas Füllkrug. Und da hat er Platz. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding.
So ist dieses Tor gefallen. Wir sehen die Flanke und dann ist es schön zu sehen, wie er den Ball erst aufprallen lässt, wie er sich die Zeit nimmt und den Torhüter ganz ruhig überlistet. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Sehr guter Einsatz. Stefan Posch. Oh, die hätte ich auch ändern können eigentlich schon. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Legt alles rein in diesen Schuss, aber am Ende ist es dann doch nicht präzise genug. Genau so ist es. Also ich glaube, ein Schlenzer wäre besser gewesen. Schiedsrichterin gibt Vorteil. Und das ist auch genau die richtige Entscheidung. Guter Steilpass hier, macht er gut. Niklas Füllkrug. Da haben sie die Chance. Es sieht immer besser aus für sie. Sie machen das Tor. Jetzt beträgt die Führung 2 Tore. Da kommt nochmal die Wiederholung, Flanke wird reingebracht und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Hier steht es 2:0, sieht alles. Ehrlich, hätte den gleich auf den Haberer weiterleiten sollen. Tolles Dribbling, da sind sie alle machtlos. Das muss es fast sein. Den Header! Und damit verhindert er den Doppelpack, zumindest vorerst. So, Ecke kommt. Wahnsinn! Er kann ihn kurz vor der Linie klären. Eine super Aktion, das hat er richtig gut gemacht. Super Aktion, gut geklärt. Ja, das müssen sie entschlossener machen. Christopher. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Gefährlich. Der muss doch. Das gibt's doch gar nicht. Und jetzt ärgert sich der Trainer. Was für eine Chance, was für eine Riesenchance. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Und sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. In Sachen Ballbesitz sind die Gäste hier die bessere Mannschaft und sie wirken sehr zielstrebig. Kommen gut vors Tor, kommen gefährlich vors Tor und rausgekommen ist die Führung, die verdiente Führung. Auch jetzt haben sie hier wieder den Ball, sieht vielversprechend aus. Da ist er alleine durch. Kein Tor. Das gibt's doch gar nicht. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Eieieiei, jetzt haben sie kein Zielwasser mehr, Alter. Weiter am Ball, Abwehr tut sich schwer. Sie machen zu, ah, das war wichtig. Alter. Viel Platz für den Konter jetzt.
Da kommt der Kopfball. Warum? Da haben sie Erfolg mit diesem frühen Stören. Das könnte gefährlich werden. Wichtige Aktion. Dominic Calvert-Lewin. Klasse Pass. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Ecke kommt. Sie bekommen den Ball nicht weg. Und da muss der auch hin. Weil der hätte gepasst. Und sie haben ihn da viel zu frei zum Kopfball kommen lassen. Da kommt die Flanke. Nein, keine gute Befreiung hier. Da kommt der Befreiungsschlag. Er schießt. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Der Ballverlust jetzt. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Das gibt's ja nicht. Frei für uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Ecke kommt rein. Die bekommen den Ball nicht raus. Jetzt kehrt erstmal wieder Ruhe ein. Da oben, der fordert den Ball. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Können sie jetzt klären. Pausenpfiff, jetzt geht es erstmal in die Kabinen und dann legen wir hier gleich. Die zweite Spielhälfte beginnt. Aktuell liegen die Rebels zurück. Geht dazwischen. Jetzt könnte der Pass kommen. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Jetzt ist Platz für den Konter. Wenn du das nicht machst, oder bist du ausgewechselt. Die Chance jetzt. Tor. Und jetzt gehen sie hier wohl. Geht ja. Gegenführung jetzt also drei Tore. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Der ist er. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Den Ball holt er gut verteidigt. Da haben sie den Pass auf dem Flügel. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Gute Hereingabe. Schön, was machen sie daraus? Er hält ihn. Unglaublich, das war eine tolle Chance und da muss er sein ganzes Können zeigen. Ecke kommt ins Zentrum. Er hat den Schlag Aktion. War aber auch ein super Abschluss. Den musst du erstmal rausholen. Weg ist der Ball. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Guter Pass. Wahnsinn. Boah. Mings. Starker Zweikampf. Viel Platz jetzt. So, das nächste Tor, und es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar, 4 Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen.
Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Eine ganz einseitige Partie. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Aber wir sehen's, Ballverlust. Klasse durchgesetzt. Feuer. Der Ball ist natürlich kein großes Problem. Schöner Steilpass. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Aktion geht weiter. Er hat Tor Nummer 3. Unfassbar. Wahnsinn, seine Form. Der trifft nach Belieben. Tanzt die Abwehr ein ums andere Mal aus. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Jetzt nimmt das alleine mit. Alter. Ja, das Spiel ist gelaufen. Nächstes das war jetzt unabsichtlich. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für mich. Das ist schon überragend, wie er da einfach vorbeigeht. Lässt der Abwehr keine Chance. Hat ihn den Ball eiskalt abgenommen, Alter. 6-0. Einbahnstraßenfußball ist das heute. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Geht einfach vorbei. Sie gehen dazwischen. Viel Platz für den Konter jetzt. Sie verlieren schon wieder den Ball. Versucht es aus großer Entfernung, aber das ist dann doch eher harmlos. Torhüter ist da, aber war auch ein dankbarer Ball. Spielt den Ball zum Gegner. Schönes Dribbling hier. Jetzt kann es eng werden. Ballgewinn durch dieses frühe Stören. Sie sind da, Ball wird geblockt. Ja, mit viel Übersicht. Das kann was werden. Die Riesenchance. Er pariert, aber der Ball ist im Spiel. Aber was macht die Abwehr da? Erst die schöne Parade, aber dann pennen die. Dann bekommen sie den Ball nicht raus. Logische Konsequenz, dieses Tor. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Er war entschlossen, da an den Ball zu kommen und er hat ihn. Da wäre jetzt viel Platz für den Konter. Vielleicht machen wir was aus diesem Konter. Oh, Dankeschön, den Ball hält er natürlich. Ja, aus dieser Distanz müsste sie schon mehr rausmachen, müsste sie cleverer machen. Das ist ja kein Problem. Nur noch der Torwart vor sich. Er holt sich den Ball. Okay. Jetzt gibt's einen Einwurf. Das ist natürlich ein guter Pass. Ganz sichere Parade. Okay. Aber sie können diesen Angriff nicht in etwas Zählbares ummünzen. Toller Zweikampf. 6 Minuten haben wir hier noch. Drüber. Da machen sie eigentlich zu wenig aus dieser Gelegenheit. Gleich wird hier ausgewechselt.
Spiel steil. So, wieder ein Boah, herrlich. Auf der Anzeigetafel. Das ist natürlich mehr so ein Schaulaufen, was sie jetzt hier machen. Schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Das wird heute wohl nichts mehr für Sie. Das Spiel ist fast vorbei. Die letzten zwei Minuten sind angebrochen. Der Torwart mit dem Ball jetzt. Sie können über den Flügel kommen. Klasse Chance jetzt. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Flanke kommt in die Mitte. Mit dem Fallrückzieher will er den Treffer machen. Akrobatisch, aber sind wir ehrlich, richtig gefährlich, weiß nicht. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie, die gestern haben also gewonnen. Es war ein super Spiel. Wir sehen hier die Freude, wir sehen die Begeisterung. Ein klarer Sieg, eine dominante Vorstellung. So. Und weil das andere Spiel gegen eine große Mannschaft ist, so wie es ausschaut. Wenn wir hier schauen, ob wir hier noch irgendwelche Ziele mitnehmen können. Ist das? Nein. Magidia Flügel. Erzähle mir dann LF. Belegen Modus. Und Tor. Okay. Rivals. Okay. Aber. Ziele 2 mit einem LF. Das heißt, wir brauchen LF. Den wir haben auch Suchi. Warte mal. Profi wahrscheinlich, oder? Das steht nicht da. Ach, Mist, was? Machen wir mal so. Alter, wie lange ist der Haber noch verletzt? Da haben wir uns jetzt gute Verstärkung leider. Na, ganz weg wollte ich den nicht. Der soll noch antreten im letzten Spiel.
Wo bist du, Fülli? Fülli, Fülli. Fülli, Fülli. Da bist du. Wir haben einen Gakpo. Cardi. Was war da, glaube ich, mit einem LF? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Muss ich jetzt nochmal zurückgehen, Leute? Entschuldigt die Unterbrechung. LF, passt. So spielen wir dann. Und dann meinst du eh noch, ich bin ein Dortler, meinst du eh noch 7 Spieler? Und die türkische Liga 1, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Ah, der spielt auch türkische Liga, haben wir sogar 8. Liebe Fußballfreunde, ich begrüße Sie herzlich zu diesem heutigen Spiel hier im Allianz Stadium. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel begleiten. Heute spricht alles für eine hochinteressante Partie. Das dürfte richtig hochklassig werden. Der will nicht laufen, Alter. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Oh, wie hat er den denn noch gehalten? Riesenszene, das war eine richtig gute Möglichkeit. Alter, schöner Pass. Schönes Dribbling hier. Guter Pass. Tschüss. Da hält er diesen Ball. Icardi werden wir heute erstmals bei seinem neuen Club erleben. Ja, es gab viele Stimmen, die sagten, Mensch, wie gut könnten die sein, wenn da im Sturm doch richtig was abgehen würde. Oh, ja, da. Das ist nun gelungen. Toller Neuzugang. Besser geht's kaum. Er bekommt Hilfe. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Nach wie vor lebt diese Chance. Boah, Alter. Das ist noch gefährlich. Dass die richtige Entscheidung war, Fahne ist oben. Er geht dazwischen. Jetzt ist der Platz da. An den Posten. Das gibt es nicht. Spitz. Ah, war knapp. Kaum wurde es gefährlich. Oh. Klasse.
Neymar mit viel Übersicht. Icardi jetzt. Vielleicht die Führung jetzt. Erster Einsatz. Erstes Tor. Geht doch. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Und die Balleroberung, wichtig. Die Riesenchance, erstmal gehalten. Bekommen Sie noch eine Chance. Ball geklärt, das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Klasse Technik. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Oh ja, ein Goli. Weiter. Oh, viel Platz jetzt. Der Ball ist drin, jetzt sind sie also mit zwei in vorne. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Sie haben jetzt Platz auf außen. Da kommt die Hereingabe. Die Szene erstmal zu Ende. Da ist Platz für den Konter. Oder André Stark ist er nicht gehabt. Oder. Ricardo, den muss er was machen. Oh, da sagt er Dankeschön. Den Ball hält er natürlich. Aus dieser Distanz müsste schon mehr rausmachen. Müsste cleverer machen. Das ist ja kein Problem. Ja, er verhindert das Tor mit einer Riesenparade. Also, oh, das wird gefährlich. Der Keeper holt sich diesen Ball. Ja, das sah sehr gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Der Ballverlust. Mauro Icardi. Das ist die Chance. Er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, aus dieser Entfernung Ferrati. Ja, das ist, wenn man zu sehr auf das Spiel. Wow. Im Großen und Ganzen eigentlich ohne echte Schwächen. Zweiter Ball ist nicht drin. Und jetzt der Schuss. So, kein Tor in dieser Szene. Da können Sie sich beim Keeper bedanken. Ja, vor allem, wenn wir an die Parade da vorher denken, als er sein ganzes Können ausgepackt hat. Und dann ist der Ball doch weg, macht die Abwehr gut. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Schön durchgesetzt. Gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. De Bruyne jetzt am Ball. Er geht schön dazwischen. Da ist die Chance. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Eben, spektakuläre Nummer. Und jetzt hat er den Ball. Starke Aktion. Und so kennen wir ihn. Das war doch ein Tor. Das musste doch. Jetzt ist die Pause vorbei. Es geht weiter mit Hälfte 2 hier im Allianz Stadium. Da muss er hin und holt sich den Ball.
Alter. Super dieses Zuspiel. Abseits, oder? Nein. Marco Ferratti. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Ja, könnte was werden. Ball an den langen Pfosten. Halbherzig geklärt, Ball weiter gefährlich. Nächstes Tor und jetzt wird dreckig. Ferratti muss machen, Alter. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Flanke kommt rein. Der ist zu hoch, keine gute Hereingabe. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Er passt gut auf und hat den Ball. Da haben sie den Platz auf dem Flügel. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Du bist ein größter Noob vom Tor, Alter. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Da kommt der Befreiungsschlag. Aber ist ja noch Zeit. Ich arbeite, glaube ich, zu sehr hinten auf das. Da können sie kontern. Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Gute Aktion jetzt. Macht er ihn. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Sie wechseln jetzt. Ecke in den Strafraum. Machen Sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. Das macht er sehr gut. Vielversprechender Steilpass. Achtung jetzt! Ist es das? Gleich der Doppelpack im ersten Spiel, dass es so gut läuft. Das hätte kaum einer vermutet. 4:0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Ja. Da wäre Platz auf außen. Da ist die Chance. Unglaubliche Leistung. Tor Nummer 3. Und das im ersten Einsatz. So, jetzt haben wir auch einen reinen Doppelpack. Wenn da jetzt noch was nicht zählt, Alter. Weiter nach vorne und daher steht es mittlerweile 5:0. Liebe der okay. Sie wechseln also aus. Steinköter. Er macht das Tor. Klasse. Boah, schön, Alter. Das hätte der Torhüter besser lösen müssen. Kann er das war wirklich nice. Das kennen wir besser von ihm. So ist die Lücke da und so fällt das Tor. Und mit dem Spielstand von 5:1 geht es hier weiter. Den Zweikampf führt er sehr gut. Er bekommt die Unterstützung. Ganz alleine. Ja, das Spiel ist gelaufen. Stört habe ich schon gedacht, er schießt gar nicht mehr. Aktueller Spielstand jetzt also 6:1. Hart aber fair. Er holt den Ball mit der Grätsche. Gute Ballführung und das will er jetzt. Ja, jetzt ist alles offen. Ganz spannende Szene. Oh, kein Tor. Da haben viele hier schon den Torschrei auf den Lippen. Rossi, auch ein geiler Spieler hier, muss ich sagen. Sie haben da Platz auf dem Flügel. Schöne Bewegung. Das ist kein Ball, der für große Torgefahr sorgt.
Ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Er ist frei, oh. Da kann was draus werden. Da macht er ihn rein. Stirdman Hilder, der Steinköter. Das ist schon überragend, wie er da einfach vorbeigeht, lässt der Abwehr keine Chance und dann kommt am Ende eben das Tor rum. Kaum zu glauben. 6:2 steht es jetzt mittlerweile. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Der Ball ist natürlich kein großes Problem. Das kann gefährlich werden. Damit kannst du so einen Keeper natürlich nicht vor Probleme stellen. Kurz vor dem Schlusspfiff haben wir hier eine deutliche Führung. Jetzt aber erstmal Vorsicht. Jetzt müssen wir genau hinschauen. So, wieder ein Tor. Langsam wird es voll auf der Anzeigetafel. Das ist natürlich mehr so ein Schaulaufen, was sie jetzt hier machen. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann sind zwei Mann völlig frei vor dem Torhüter. Was will der da machen? Keine Chance. Das wird heute wohl nichts mehr für Sie. Das Spiel ist fast vorbei. Wir schauen auf die Uhr. 5 Minuten sind es hier noch. Den Ball holt er gut verteidigt. Oh. Zu nachlässig. Unnötiger Ballverlust. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Klasse Zuspiel. Den spielt er in den Lauf. Eine starke Parade. Er kann erst mal klären. Ach, jetzt wisst ihr, warum ihr keine Stürmer seid. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt noch mal 2 Minuten drauf. Ball wird geblockt. So, Ecke kommt. Sie bekommen den Ball nicht raus. So, Schlusspfiff. Das war's in diesem Spiel. Der Sieg geht also am Ende an die Gastgeber. So, nice. Haben wir's gemacht? So wie es ausschaut, haben wir die Aufgabe auch erfüllt. So, letztes Spiel folgt jetzt dann noch. Letztes Spiel. Hoffentlich. Ah. So, wem setzen wir jetzt noch ein? Wem wollen wir testen? Keine Leihspieler. Auf jeden Fall. Du darfst wieder.
Willkommen im Allianz Stadium, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu diesem heutigen Spiel. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Heute übertragen wir für Sie eine hochklassige Partie. Ich glaube, das könnte heute wirklich ein sehr interessantes Spiel werden. Für beide geht es um eine Menge. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel, Wolf. Das wird ein Kracher. Er holt sich diesen Ball. Er holt sich vorne den Ball. Ja, das sieht gut aus. Lukas Metscher. Da ist der Treffer. Puh. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Da war jetzt so umeinander da am Pistepper. So kann es weitergehen. Klasse Tor, der Ball geht in den Winkel. Besser kannst du das nicht machen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Gute Grätsche, er hat den Ball. Sie unterstützen gut. Guter Versuch. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Gefährlicher Steilpass. Ball kommt kurz. Schau, Pedro. Unaufhaltsam. Gleich der nächste Treffer. Und damit sind sie nun mit 2 Toren vorne. Läuft. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Sieht nicht ungefährlich aus. Hoher Steilpass jetzt. Boah. Klasse Chance. Da stimmt fast alles bei diesem Versuch. Es fehlt das Glück. Stark gemacht, das könnte was werden. Ist der gefährlich? Alle wissen. Fucker. Kann ihn keiner. Doppelpack. Ganz starkes Spiel heute. Wir schauen auf die Wiederholung dieses Tors. Der gefährliche Steilpass zuerst von Marco Verratti. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. City jetzt mit Platz auf dem Flügel. Aber wir sehen es. Ballverlust. João Pedro. Machen Sie gut. Steilpass. Jetzt wird es gefährlich. Das ist stark. 4 Tore sind sie nun vor. Ferrati. Machen mit ihnen, was sie wollen. Ja. 4-0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Setzt sich durch. Er spielt den Verteidiger aus. Boah, schön. Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. So wird das nichts, Alter. Ball erobert erstmal. Jetzt können sie es machen. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig. Puff, puff, puff. Und nun Giroud. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Sie holen sich hier den Ball.
Schöner Pass. Boah. Da ist er zur Stelle. Klasse Einsatz. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Ferrati. Guter Pass jetzt. Zunächst gehalten, aber wir schauen weiter genau hin. Ja. Wenn du den Ball so hältst, dann fragst du dich als Keeper schon, warum bekommen die noch den Nachschuss? Ich kann den Ärger verstehen, da waren sie unaufmerksam. Schön. Hier zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Da ist Platz. Schießt er ihn rein. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Ecke kommt. Gut geklärt. Sie warten auf die Gelegenheit. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Boah, schön. Tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tors. Zunächst die Flanke und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualität, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. 6-0. Einbahnstraßenfußball ist das heute. Ferrati. Könnte jetzt was werden. Jetzt nimmt er es alleine mit allen. Was macht die Abwehr da? Gute Parade, aber sie bekommen den Abpraller nicht. Und der Nachschuss, tja, der ist dann drin. Wird Vorwürfe geben, ist doch klar. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Die erste Chance noch klasse pariert. Aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. Der Gegner kann ihnen einfach nicht. Nur noch der Torwart vor sich. Sie lassen nicht nach, auch nicht bei diesem Spielstand. Gewonnen haben sie hier eh schon lange. Jetzt der nächste Treffer. Hätte ich vielleicht doch erwähnen sollen, den Schmied jetzt gerade. Zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können. Irgendwie. Oh. Könnte den Konter geben. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Er war entschlossen, da an den Ball zu kommen und er hat ihn. So, da brauchst du viel Platz. Das ist jetzt eine Chance. Nein, wieder zu sehr vorklickt. Da sind sie allein durch und dann versagen die Nerven. Das war erste Hälfte. Ja, wir bleiben so. Die erste Hälfte war ganz schön einseitig. Mal sehen, ob es jetzt mehr Gegenwehr gibt. Alter, Verteidiger. Geht jetzt in die Mitte. Das war knapp. Was machst du da, Alter? Alter. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Ist auch nicht. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Stark gemacht, das könnte was werden. Kein Tor nach dieser vielversprechenden Aktion. Da waren sie durch. Nur den Keeper noch vor sich, aber nicht drin. Ja, das sieht gut aus. Aber wir sehen es. Ballverlust. De Bruyne. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Da haben sie die Chance. So, wieder ein Tor. Langsam wird es voll auf der Anzeigetafel.
Das ist natürlich mehr so ein Schaulaufen, was sie jetzt hier machen. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Ja, dachte ich mir, dass der verletzt ist. Boah. Da soll sich niemand wundern, wenn das hier eine Karte gibt. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber... Boah, der Bräuner, der zieht. Mann. Das ist alles sehr zielstrebig, die Führung im Moment verdient. Sie fangen diesen Ball ab. Was geht der für ein Risiko? Jetzt könnte er gelb-rot bekommen. Sie suchen ihre Chance. Gut verteidigt. Da zahlt sich das frühe Stören aus. Ballgewinn. Ob er sich schlimmer verletzt hat, es wirkt zumindest so. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten. Oh, das könnte was werden. Gehalten. Das gibt es nicht, oder? Rossi. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Da passt er auf. Gefährlich, der Steilpass. Klasse. Er trifft. Ja, Schenke da. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Ein Boah. Ding. Ja, ein paar Zentimeter weiter oben, dann knallt das Ding an die Latte. Schön, Alter. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Sie können über den Flügel kommen. Flagge jetzt. Alter. Ja, mit viel Einsatz. Weiter diese Szene. Das hat er geahnt. Jetzt ist Platz für den Konter. Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. Okay. Muss er besser lösen, müsste gelb geben. Ich glaube schon, das war gelb. Sehe ich auch so, absolut vertretbar. Beschwert sich, glaube ich, auch niemand drüber. Könnte was werden, guter Pass. Den spielt er schon. Oh. Das muss es fast sein. Und er trifft. Oh, Svensson. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Schönes Zuspiel. Klasse gemacht. Oh, gehalten. Unglaublich. Was für eine Parade. So, Ecke kommt. Angriff damit also. Beendet. Was für eine Szene. Toller Schuss mit dem Ziel. Gefühltechnisch brillant gemacht, aber eben kein Tor. Mein Gott. Ui, ui, ui. Thank you.
und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Oh. Angriff erstmal gestoppt. Ich glaube, das gibt Gelb. Schiri zeigt den Gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde. Ja, ja, kein Problem bei diesem Freistoß. Ah, gefährlich, keine gute Aktion. Ah, ja, toll gehalten. Jetzt kommt die Ecke. Erstmal der Befreiungsschlag. Und noch eine Ecke. Abgeblockt auf der Linie. Torgefahr kam bei diesem Ball natürlich nicht auf. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Und Ferrati. Okay. Gut gemacht. Mit dieser Grätsche holt er sich den Ball. Ball weiter im Spiel, könnte durchaus gefährlich werden. Klasse Einsatz. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Jetzt hat er sein Tor. Jetzt hat er sein Tor, Alter. Jetzt kann die Partie in Ruhe beendet werden. Man hat es nicht verdient. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Er kann dieses Duell gewinnen. Riesenchance für Giroud. Immerhin noch das Tor, aber... Ja, hat er es halt noch gemacht. An der Tendenz ändert das nichts mehr. Das wird... Gönn ich ihn, Joe. Ja klar, liegen zu deutlich hinten, da geht nichts mehr. Das ist eindeutig heute. Keine Gegenwehr mehr, Alter. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können. Irgendwie. Gut, wie er den Ball abblockt. Ah, halbherzig, das ist nach wie vor gefährlich. Schlusspfiff in yes. dieser Partie. Ziel erreicht. Also den Sieg. Bisschen Kohle auch wieder gemacht. So. Und zuerst einmal hier, das, auf das haben wir die ganze Zeit auch hingespielt. Mali. Wollen wir uns einen Gruppenbonus. Woche 3 Bros. Bonus abgeholt. Damals Centurion, Gulaschi. Halbling holen wir uns. Mehr haben wir noch nicht. Da kommen die ganzen Packs erst. Na gut, was könnte man noch machen? Was werden wir das nächste Mal machen? Das ist die große Frage.
Zwei Tore mit einem RF. Das lässt sich auch noch machen. Rivals ist ein bisschen wasch. Aber gut, das war's mit der heutigen Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Ciao und Baba.